Moin Moin, jetzt geht's endlich wieder los. Ich habe gute Nachrichten. Ich bin der Stefan, Sportwissenschaftler aus Sankt-Günsbüttel. Aber was ich heute sage, gilt auch für Wittingen und Lachenburg. Ganz wichtig. Schön, dass du eingeschaltet hast. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Montag machen wir dort auf. Am Montag, den 7. Juni 2021. Und was bedeutet aufmachen? Wirklich das, was du dir die ganze Zeit gewünscht, vor allem wir uns gewünscht hast. Du kannst alles nutzen, was in deiner Mitgliedschaft steht, alles, wofür du dich interessierst. Und das gehe ich jetzt nochmal kurz mit dir durch und erkläre dir kurz, was ist der Stufenplan, Hygienekonzept und was darfst du alles. Aber erstmal das Wichtigste, du kannst einfach alles nutzen. Es gibt keine Segmentierung mehr, du kannst komplett frei zum Training kommen, es ist keine Voranmeldung nötig. Okay, im Kursbereich wäre das Zwinker-Zwinker natürlich schon eine feine Sache, weil du dann auch einfach weißt, wie viele Leute um dich rum sind, denn das Hygienekonzept zählt immer noch. Aber du kannst die Duschen, Saunen, Umkleiden nutzen, sämtliche Geräte sind für dich verfügbar, Medijet, einfach alles, was du im Club bisher kennst, ist wieder möglich. Jetzt könnte man sich fragen, okay, warum jetzt dieser Schwarz-Weiß-Unterschied? Da kann ich dir nur die gute Nachricht geben. Es hat sich so entwickelt, dass die Inzidenzzahlen so gesunken sind, dass wir mittlerweile in Stufe 1 des Inzidenzplans sind, oder des Stufenplans, und den möchte ich jetzt nochmal wirklich super kurz erläutern. Stufe 1 heißt 0 bis 35 Inzidenz. Wir dürfen im Wesentlichen alles machen, solange das Hygienekonzept befolgt wird. Stufe 2, 35 und drüber, da kann es zur Einschränkung der Saunen, Umkleiden, Duschen, also im Wesentlichen der Nassbereiche, kommen. Wir sind aber jetzt gerade in Stufe 1. Jetzt habe ich schon erwähnt, Hygienekonzept muss eingehalten werden. Kann ich ja auch ganz entspannt machen. Das ist genau das Gleiche, was du jetzt schon seit einem Jahr kennst. Abstand halten, Maske auf, wo das eben nicht möglich ist. Geräte da desinfizieren, die du genutzt hast. Es gibt auch Reinigungspausen seitens des Personals, die dann nochmal hinterher reinigen. Aber wir können natürlich nicht 100 bis 150 Check-ins am Tag oder mehr immer wieder nachputzen, sondern wir wollen ja für dich im Training jetzt endlich wieder Attacke machen. Ne? Deswegen, Hygienekonzept muss unbedingt eingehalten werden, aber außerhalb dessen kannst du wieder frei deinem Training nachgehen. Du kannst wieder Trainingstermine buchen, du kannst in die Sauna gehen, du kannst wieder deiner gewohnten Trainingsroutine folgen. Und dazu wurde es jetzt echt endlich mal Zeit. Schön und gut, wenn ich das jetzt hier so erzähle und schreibe. Die wichtigsten Fragen gehe ich dann mit dir im Nachhinein in dem Video nochmal durch. Du bekommst aber auch, wie gewohnt, wieder ein Anschreiben für dich per Post oder wahlweise per Mail, je nachdem, was du in deinen Kontaktadressen angegeben hast. Ich gehe jetzt nur noch mal kurz die wichtigsten Fragen durch, die in den letzten Wochen einfach immer wieder gekommen sind. Also haben wir es hier gebündelt. Darf ich in die Sauna? Ja. Wie viele Leute dürfen rein? 3 bis 4, kommt auf die Größe des Clubs an. Dürfen Kurse besucht werden? Ja, auf jeden Fall. Muss ich mich dafür vorher anmelden? Nein, nicht unbedingt. Wäre aber schön, denn dann weißt du natürlich auch, wie viele Leute um dich rum sind und dann hast du deinen Platz sicher. Ist das gleiche wie in den letzten 10 Jahren. Ne? Kann ich die Segmente buchen? Ja, brauchst du aber nicht, denn es gibt keine Segmente mehr. Kannst frei trainieren, wie du möchtest. Habe ich irgendwelche Auflagen zu befolgen? Nur das allgemeine Hygienekonzept, was du seit einem Jahr kennst. Haben wir noch mehr Fragen? Lena, fällt dir noch was ein? Nö, okay, dann sind wir soweit durch. Wie gesagt, du kriegst alles nochmal per Anschreiben, ist überhaupt kein Thema. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne auch einen Kommentar hier unten reinstellen. Ich bitte dich aber, personenbezogene Daten dürfen nicht beantworten. Also wenn du konkrete Trainingsfragen hast oder Mitgliedschaftsfragen, bitte dich um Verständnis, das können wir jetzt hier nicht machen. Ansonsten wünsche ich dir erstmal alles Gute, wir freuen uns auf Montag. Ruf doch gleich mal durch, wenn du nochmal Fragen hast. Ansonsten bis dahin, sportfrei, wir sehen uns. Dein Sportfreund.